Hallo, liebe Zuschauer, begrüße euch zu einer weiteren In die Ecke, mal wieder mit einem Dungeon Crawler, Querstriche, Roguelike, Golden Crown Hotel. Ja, also wirklich wie ein Hotel, zumindest wie ein gemütliches Hotel, sieht das mir hier allerdings nicht aus. Naja, wollen wir mal einsteigen. Tutorial habe ich schon hinter mir gebracht. Ich mach mal ein bisschen die Musik leiser. Vielleicht noch ein Tick, dann ist er aus. Naja, aber so geht's schon. Herr Jemine, war das laut. So, Tutorial habe ich schon hinter mir gebracht, deswegen würde ich sagen, starten wir mal rein. In der Story geht es wohl darum, dass wir einen Vampir umbringen müssen und wir selbst auch eine Person spielen, die sowohl Mensch als auch Vampir ist. Naja, trust me when I say we have a shared interest. On the outskirts of our border town, Stribita, there lies a tower inhabited by the worst of scoundrels. Maybe you've heard of it, but few know who resides at the top. None other than Fane. Und Fane ist halt dieser Vampir, den wir bekämpfen sollen. I know during the war you wiped out all of Fane's lieutenants, but the vampire prince eluded you. I can offer you a bounty for taking care of Fane, but we both know the job will be rewarded enough. I suggest you conceal your identity on this mission, for Fane has both vampire and human in his employ. Ja, natürlich hat er viele, viele Bösewichte unter sich stehen, dieser Fane. Sowohl Vampire als auch Menschen. Und was weiß ich noch, was für ein Gesocks. Hier, die ganzen Klassen sind leider Gottes noch nicht freigeschaltet. Wie gesagt, ich habe nur mal kurz in das Tutorial reingeguckt. Deswegen können wir hier nur den Officer spielen, den Vagabunden. Leider Gottes noch nicht. WASD, bewegen wir uns. Interact, Revolver. Wir haben also auch einen Revolver dabei. Ich glaube, Revolver und Schwert fangen wir mit an. Und Difficulty lassen wir mal auf Easy. Bin nämlich doch relativ schnell gestorben im Tutorial. Hier sind wir auch schon im Spiel. Eigentlich selbsterklärend. Hier oben haben wir Health. Darunter unser Mana. Vampir-Level, wenn this bar is full, you transform into a vampire. No, das scheint ja noch nicht das Problem zu sein. 6.04 Uhr am Morgen, das heißt, wir haben gerade Sonnenaufgang. Das ist relativ wichtig, weil dieses Schloss, dieses ja, Hotel, nee, eher doch ein Schloss, Fenster hat. Das ist jetzt nicht so überraschend, aber durch dieses Fenster kommt natürlich das Sonnenlicht rein, was auch nicht sehr überraschend ist. Aber das kann man für sich ausnutzen. Solange man selbst kein Vampir ist, kann man nämlich die vampirischen Gegner dort reinlocken. Und ja, ist klar, Vampir, Sonnenlicht. Ja, es gibt Filme, da fangen sie an zu glitzern. Aber bei richtigen Filmen gehen Vampire drauf. Ich würde sagen, wir bewegen uns mal los. Haben wir vielleicht Extinguish? Snuffing out this torch might leave you in the dark. Ah, wir können also auch Feuer löschen. Das bringt jetzt natürlich nichts. Oh, oh, ich habe doch einen Torch dabei. Guck mal an, wir sind versteckt. Klar, weil wir hier im Dunkeln sind. Interessant. Revolver mit begrenzt Schuss. Im Menü können wir vielleicht mal ins Character Sheet reingucken. Unsere Werte, die können auch von Anfang an nicht festgelegt werden. Ich denke, die werden festgelegt mit der Klasse an sich. Jetzt spielen wir ja den Officer. Revolver, 6 Bullets, Sword, Shield, Plate und Leggings. Okay, Sunlight. You are immune to Sunlight Damage. Ja, natürlich, klar. Genauso wenig wie Moonlight. Aber wer ist denn nochmal beim Mondlicht draufgegangen? Werwölfe? Nee, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ja, dann schauen wir mal. Ziehen wir mal los. You came from a reason and you're no going to leave now. Achso, bleibt das nichts anderes übrig, als da reinzugehen. Na gut. Kann ich das auch wieder anmachen, das Feuer? Ja, lassen wir es einfach mal an. Was habe ich denn jetzt gerade eingesammelt? A golden sheet plus 2 is of no use for you. So you just sell it later for 45. Also Sachen, die schlechter sind als das, was man sowieso schon dabei hat. Woran sehe ich denn das? Die werden dann also faktisch direkt verkauft. Gehen wir nochmal ins Menü. Potions, Notification Log, Options. Also mir fehlt noch so ein bisschen direktes Inventory. Das Spiel wirbt damit, dass es kein Inventory Management hat. Aber ne, ich würde schon gerne wissen, was für ein Schild wir da jetzt haben. You rest for a while. Und weil wir jetzt kurz gerestet haben, werden wir zum Vampir. Das ist ja merkwürdig. Hm. Naja, schauen wir uns mal um. Gibt es ja auch Gegner? Hallo, Gegner. Was haben wir da? Unidentified Potion, ja, das kennt man aus anderen Roguelikes, das kennt man aus Rogue natürlich selbst. Da muss man die Potions erstmal ausprobieren, beziehungsweise eine Schriftrolle haben, mit der man diese identifizieren kann. Hier sehen wir übrigens auch die bunten Fenstergläser und hier, in dem Fall, kommt jetzt sogar Sonnenlicht rein. Wenn jetzt also ein Vampir von hier kommen würde, da reingehen würde, Vampir tot. Gut für uns, schlecht für den Vampir. Na, wer bist du? Ich glaube, du bist kein Gegner, da rennen nämlich auch noch andere Leute rum. Mit ihr können wir mal reden. Das ist Stella Popescu. Are you a fresh recruit? I give you the benefit of the doubt. If you run into hungry bloodsucker... Da fehlt ein D, oder? Bloodsucker? Whatever. All bets are off. Ja, gut.
Geh mal weg, ich will nämlich da durch. Was haben wir dort? Das ist der erste Gegner, oder? Kann ich das anklicken? Na. Okay. Jetzt wäre ich da schon fast gestorben an einer Fledermaus. Ach, hier haben wir unser Inventory, sehe ich gerade. Interessant, was haben wir hier? Holy Water. Heals humans for a large amount, but will hurt those vulnerable for water. Wie oft kann ich das benutzen? Wahrscheinlich nur einmal, oder? Strength Boost. Ich nehme mal... Was ist das für eine Potion? Probieren wir die mal aus. It was ale. Lecker. Was haben wir hier? A blink po... Oh. Sind wir jetzt ein Vampir geworden? It was a blood... Dadurch sind wir jetzt zum Vampir geworden. Sollte ich jetzt also nicht ins Sonnenlicht reingehen. Trotzdem werde ich von den Gegnern angegriffen. Das ist ein weiterer Vampir. Kämpft der gegen uns? Nee, gegen den können wir jetzt nicht kämpfen, wo wir selbst ein Vampir sind. Das ist ja interessant. Wenn wir das Licht ausmachen, sind wir im Dunkeln. Hihihi. Ja gut, ist auch nicht so überraschend. Aber dafür kämpft sie jetzt gegen uns, oder? Ja, ja, ist klar. Oder? Natürlich. Weil wir ein Vampir sind. Solange wir Mensch sind, tun uns die Menschen nichts. Und wenn wir Vampir sind, dann tun uns die Vampire nichts. Gut zu wissen. Kann ich auch wieder irgendwie zum Mensch zurückkehren? Irgendwie sehe ich da jetzt aktuell noch nicht so wirklich den Vorteil. Außer, dass wir anscheinend richtig stark im Angriff sind. Dadurch. Was haben wir hier? You struggle to sound out the first few words. Might as well save it for later. You are carrying one book, which you can read when you transform back into a human form. Ja, vielleicht sollte ich noch eine andere Potion trinken. Trinken, eine andere Potion. You are able to deduce an antidote. Nothing happens. You feel relieved. You transform back into a human. Okay, jetzt bin ich wieder Mensch. Es gibt also Tränke, die uns zum Mensch werden lassen. Oder Menschen, oder Tränke, die uns zum Vampir werden lassen. Kann ich hier durch? Das Fenster sieht komisch aus. Ja, das ganze Spiel befindet sich im Early Access. Ist also dementsprechend noch nicht inhaltsfertig. Habe ich jetzt alles? Ne, da oben ist noch ein Gang. Das sehen wir hier unten auf der Minimap. Da kommt also immer noch Inhalt zu. Ich würde sagen, wir gehen mal die Treppe nach oben. Go up. Congratulations, you leveled up. Pick an attribute to increase. Strength, Dexterity oder Intelligence. Na, ich gehe wieder auf die Stärke. Ihr kennt das von mir. Ich bin gerne der Typ, der wild draufhaut. Und jetzt hier der Mensch, der spricht natürlich wieder mit uns. Tut uns jetzt nichts. Alexander Albu. Erzählt uns genau dasselbe. Fresh Recruit, I give you a benefit of the doubt. Ja, danke für den Tipp. Den hat uns schon jemand anders gegeben. Man kann hier Betten kaputt hauen. Ich habe erst gedacht, man könnte in den Betten schlafen. Aber anscheinend sind die nur zum kaputt hauen. Warum die Fledermaus keinen anderen der Menschen angreift? Was haben wir jetzt? 43 Gold. Hier haben wir noch eine Potion. Das könnte wieder Blut sein, ne? Weiß der Geier was. Trinken wir das mal. Es war Honig. Super. So. Wir werden wieder zum Vampir. Ich verstehe das nicht. Was ist das denn? War das eine Maus? Das war eine Ratze mit einem Schwert? Oder mit einem Dolch? Oh, wo kommt ihr denn alle her? Noch ein Level up. Diesmal gehe ich auf Dexterity, um besser ausweichen zu können. Ihr habt das gesehen. Hier das Sonnenlicht, was jetzt auch wandert. Klar, die Zeit geht ja weiter. Wenn das einen Vampir erwischt, nichts gut für Vampir. Warum habe ich hier so wenig Licht? Hatte ich nicht mal eine Fackel dabei? Kommt, kommt ins Sonnenlicht. Mist. Aber cool mit den roten Augen. Was haben wir denn hier? Golden Sword. Können wir nichts mit anfangen. Schade. Was hast du uns zu erzählen? Dasiana Balan. I've heard rumors that General Bros Aerobase, sind wir das nicht? Was seen in the nearby town. Why would she visit a hellhole like Strichiba? Serena Aerobase. Sind wir das nicht? Oh, ein Schlüssel. Wir könnten mal wieder runtergehen. Das will ich aber nicht. Ha!
Haha, bin ins Feuer reingelaufen. Blöd, Mann. Auch cool, wie die Sonnenstrahlen auf der Karte eingezeichnet werden. Also das kann man sich echt zunutze machen. Mein Tusch kaputt hauen hier. Habt ihr sonst irgendetwas Interessantes zu erzählen? Boom, pat, pow. That sure is a fancy gun you've got there. Naja, sie steht leer auf Feuerbälle, ich verstehe schon. Können wir mal einsetzen, die Pistole? Irgendwie finde ich das Schwert sinnvoller. Ich mag ja auch eher Schwerter. Noch eine Potion, was haben wir hier eigentlich für ein Zeug? Soul Elixir. Temporarily transforms vampires into humans. Mhm, okay. Oh, und da haben wir Blut. Heals vampires and turns vampires who have temporarily transformed into humans back into vampires. Hm. Okay. Oh, Slange. Tote Slange. Kann ich irgendwas mit dem Regal machen? Nein. Was haben wir hier? You pick up copper plate legends plus 3. And as it's better than what you have now. Sehr schön. Das war das Erste, was wir wirklich gebrauchen konnten. Das ist echt verdammt dunkel hier. Nochmal Licht an. Warum hockt ihr denn hier alle im Dunkeln rum, hä? Könnt ihr mir das mal sagen? Und könnt ihr mir mal vielleicht helfen gegen die Kampfratte hier? Ich finde es ein bisschen merkwürdig. I do feel sorry for the vamps. They can't read, can't write, can't even hold onto a sword with those claws. Bless their souls. If they have souls, that it is. Ja, also. Bei mir hält es sich in Grenzen. Das Licht hier an, hier überall. Wer bist du denn? Rosalia Jorge. Das kennen wir schon alles. The Gold Breastplate, die wir auch verkaufen. Weil sonst nicht weiterhilft. Okay. Wer bist du denn? Hawker? Okay. Runter will ich nicht. Ach, gehen wir noch weiter nach oben. Was soll's? Wenn wir schon mal hier sind. Bin gespannt, was da noch so alles kommt. Oh, oh. Gegner. Was ist das? A Lapis Golem? Gehen wir mal runter. Oh, da kommen die mit. Gehen wir wieder hoch. Gehen wir noch ein weiter hoch. Bin gleich tot. Irgendetwas kann mich in Vampir verwandeln, oder? Bringt aber gar nichts. Hätte ich mal lieber das Holy Wasser benutzt. Strength Boost. Und tot. You died. Okay, unlock a disguise in the disguise menu. Floor explored 5, killed, renown bonus. You were surrounded by multiple enemies. Try not to fight out in the open. Ne, das ist schon klar. Ich mach's auch trotzdem immer wieder. Ins Hauptmenü. Haben wir jetzt irgendwas freigeschaltet? Auf Start. Das kennen wir schon. Ne, trotzdem nichts freigeschaltet. Verstehe ich nicht. Ah, doch! Das kann ich anklicken. Was kann ich denn noch freischalten? Shapeshifter, Kultist, Assassin. Zack. Ah, weil die Schlüssel davor waren. Sehr cool. Die haben natürlich dann auch andere Ausrüstungen. Der Vagabund hat Blast, was auch immer das ist, wahrscheinlich ein Zauber. Dann gehen wir mal mit dem Vagabunden nochmal rein, gucken uns das nochmal an. Mhm, hier unten, was bewirkt es? Blast, Level 1, kostet 8, wahrscheinlich 8 Mana. Unleashes a violent wave of air that can damage or destroy inanimate materials such as glass, wood and stone. Bringt mir also gegen Gegner gar nichts? Hallo? Soll's mich nicht stunnen? Guck mal, wir haben eine Augenklappe. Ist das nicht süß? Klingt auch wie so ein Volkslied, wie so ein Schlager. Der Vagabund mit der Augenklappe wanderte durch das Schloss. Ja, ab demnächst bei Helene Fischer auf dem neuen Album.
Man sollte doch nicht... Trinken wir mal Bier? Bringt das irgendwas? Wenn wir pausieren... Ja, dann... Oh, wir werden auch zum Vampir. Alle werden jetzt zum Vampir. Ich will jetzt mal diesen Blast benutzen. Hier an dem Fenster. Select a direction for Blast. Dann machen wir mal in die Richtung. Okay. Gucken wir nochmal, ob das beim Fenster geht. Zack, in die Richtung. Ist vielleicht hilfreich, wenn die Sonne noch nicht komplett durch das Fenster scheint, dass man das Fenster dann damit zerstört, dass dann halt mehr Licht durchkommt. Könnte ich mir jetzt mal so vorstellen. Ancient Blades, Leggings, können wir auch nicht gebrauchen, verkaufen wir. Ja, jetzt Treppe nach oben hier. Überall Licht anmachen, ist eine Treppe nach oben, zack, hoch. Ja, der Vagabund ist natürlich... Man kann irgendwie, glaube ich, auch nicht diagonal angreifen. Bisschen merkwürdig. Ich probiere mal den Blast aus, ob er irgendetwas bewirkt beim Gegner. Nee, natürlich nicht. Okay, das haben wir gerade nochmal überlebt. Vielleicht nochmal Bier trinken. Was haben wir da noch? Soul Elixier. Können wir da in einen Vampir verwandeln. Nochmal eine Etage hoch. Das Schild ist besser. Mit dem brauchen wir uns nicht unterhalten. Was ist passiert? Steht irgendwo, weswegen ich gestorben bin? Sag mal, war das eine Falle, wo ich reingetappt bin? Das war wieder clever von mir. Oh Mann. Ja, Golden Crown Hotel gibt's auf Steam, ist noch im Early Access. Guckt's euch einfach mal an. Ich weiß gar nicht, was es jetzt kostet. Ich glaube, 10 Euro oder 20 Euro. Eins von beiden. So ein Dreh auf jeden Fall. Schaut's euch mal an. Alles Relevante unten in der Videobeschreibung. Bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.